Hallo, mein Name ist Martin Schröer von D20 Sounds. In letzter Zeit habe ich sehr viel an meinem Studio gearbeitet. Das fing vor einem ungefähr ein Jahr an, als Corona anfing. So im Juni, Juli habe ich hier den ganzen Raum umgebaut. Ich habe hier schon vorher Musik drin gemacht, aber es klang nicht so gut tatsächlich. Und ich habe dann mir einen tollen Tisch bauen lassen und habe Akustikelemente aufgehängt und habe den Raum mehrfach gemessen nach jeder Veränderung und geguckt, was passiert, wenn ich noch mehr verändere. Und jetzt finde ich, und nicht nur ich, sondern auch ein paar Bekannte von mir, die es gehört haben, dass es hier richtig gut klingt. So, jetzt habe ich mit meinen alten Monitorboxen 25 Jahre gemischt und gemastert. Und ich habe gemerkt, jetzt, wo ich besser höre, dass mir das nicht mehr reicht. Und habe mich ein bisschen kundig gemacht und man hat mich, ein Bekannter hat mich darauf gestoßen, dass es die Firma KS Digital gibt aus dem Saarland. Und ich habe da mal angerufen und habe Kontakt aufgenommen. Ich habe eine E-Mail geschrieben, Kontakt aufgenommen mit dem Johannes Ziegler und habe ein sehr nettes Gespräch geführt per E-Mail. Und er hat mir ein paar Boxen, ja, zu ein paar Boxen geraten, zu ein paar bestimmten. Das sind die neuen KSD A200 Mark II. Die sind gerade erst neu auf dem Markt. Und die habe ich jetzt mal für euch unter die Lupe genommen. Ja, hallo. Heute ist für mich eine Lieferung gekommen. Ich habe jetzt diese alten Monitorboxen. Kannst du mal drüber schwenken? Diese habe ich jetzt seit 25 Jahren bei mir im Gebrauch. Hier bin ich seit 25 Jahren im Gebrauch und tatsächlich habe ich mich jetzt beraten lassen und bin bei diesen KS Digital Lautsprechern gelandet. Und ja, jetzt kommt das Unboxing. Ich bin ganz gespannt. Es hat sich ja viel getan im Studio in der letzten Zeit. Letzten Sommer habe ich hier komplett renoviert und akustische Verbesserungen vorgenommen. Und ja, dieses Jahr sind die Boxen dran. Ich muss jetzt ein bisschen sparen, aber so. Und jetzt hier schon auf. Boah, ich bin echt ein bisschen aufgeregt, weil ich habe jetzt schon eine Weile drauf gewartet. Und die sind die ganz neuen KS Digital A200 Mark II. Und ich bin sehr gespannt. Was haben wir hier? Hier ist ein Kabel drin, würde ich sagen. Kabelgerätestecker. Und hier ist die Box. Und die ziehe ich mal raus. Der Karton kann erstmal weg. Folie drum. Boah, die sind echt ganz schön schwer, die Dinger. Aber natürlich braucht eine gute Box auch ein bisschen Masse. Sonst wird es nichts mit dem Klang. Erstmal die Rückseite. Das sind die ganzen Anschlüsse. Man kann einiges einstellen. Und mit der Remote, hier kann man sehen, kann man nochmal einen sechsfachen parametrischen Equalizer einstellen. Das Gehäuse ist ganz dünn, aus Metall offensichtlich. Und ich glaube, hier hinten, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch bin, sind die Schlitze für die Bassreflexe, also die Bassreflexöffnungen. So, ich stelle mir erstmal alles auf Null. Ach, man kann sogar das Licht an- und ausmachen. Meine Güte. So, vorsichtig. Jetzt gucken wir uns die einmal von vorne an. Jo. Großer 10 Zöller als Lautsprecher. Hier ein 3 Zöller und hier der neue Softdome Speaker. Hier oben, wo der Finger ist. So, jetzt baue ich die mal auf.
Ich würde sagen, bis gleich, bis Sie auf den Stativen sind. So, jetzt habe ich die Boxen angeschlossen und tatsächlich den ersten Test gemacht. Die stehen noch nicht ganz optimal. Die Lautsprecherständer werden noch geändert werden, weil die sind sehr wackelig und das macht mir natürlich Sorgen, dass die Boxen irgendwann runterfallen. Die stehen auf so kleinen Pucks, damit die entkoppelt sind. Und ich habe reingehört und ich kann euch sagen, unfassbar. Ich habe mal ein paar meiner Lieblingstracks gehört, ein paar Sachen, die ich sehr gut kenne. Ich habe tatsächlich in der Musik neue Sachen gehört, die ich vorher so noch nie gehört habe. Ihr merkt, ich bin am Schwärmen. Es war auch einfach ein Unterschied. Ich konnte Pannings genau erkennen, also Private Investigation von Dire Straits. Der Shaker lag ziemlich genau auf 10:30. Da hangelt es eher damit, bei mir die Uhrzeit zu beschreiben. Und Halfahren genau aufgeschlüsselt. Also sowas an Klarheit habe ich noch nie gehört in meiner ganzen Zeit als Musiker und das ist echt schon eine Weile. Ich habe jetzt 25 Jahre auf den alten Boxen gemischt, war auch hier und da auch mal in Studios. Aber jetzt mit den neuen Boxen, mit meinen akustischen Optimierungen, die ihr rechts und links an der Wand seht und oben drüber auch, ist es ein Hammer. So viel erstmal zu KSD. Demnächst werde ich mich mit dem Freund hier treffen. Wir werden nochmal gemeinsam ein paar Sachen durchhören, nochmal gucken, dass die Frequenzen ein bisschen glatt gezogen werden. Ich habe bisher jetzt nur ein paar Bässe rausgedreht, weil die waren sehr mächtig und ich hatte den Eindruck, das stimmt nicht von den Proportionen. Aber ansonsten kann ich nur sagen, klare Kaufempfehlung, die Boxen bleiben auf jeden Fall hier, die alten gehen auf jeden Fall raus. Also, das war's erstmal. Danke an KSD, dass ihr so geile Sachen baut.